Storytime, wie Sinan und ich von einem Horrorclown verfolgt worden sind. Diese Geschichte ist vor 2 Jahren im Europapark an Halloween passiert. Immer an Halloween gibt's im Europapark die sogenannten Horror Nights. Da geht man einfach in den Europapark abends und da laufen komische Gestalten rum. Sinan und ich waren nicht das erste Mal da, deswegen kannten wir den Ablauf. Als wir dort einen gruseligen Abend hatten, sind wir nach Hause gefahren. Aber der Grusel sollte nicht aufhören. Als wir gerade geparkt hatten und vom Parkplatz zu unserer Wohnung laufen wollten, stand vor unserer Haustür ein Clown. Dieser Clown hatte in seiner Hand eine Riesensäge. Sinan und ich dachten, es wäre nur ein schlechter Scherz und sind trotzdem hingegangen, um in unsere Wohnung zu gehen. Als der Clown uns aber gesehen hat, ist er uns immer und immer näher gekommen. Wir haben Angst bekommen, sind weggerannt, der Clown aber hat die Säge angemacht und ist uns hinterhergerannt. Er hat noch geschrien, dass es unser Ende ist, aber wir hatten das Glück, dass eine Polizeistreife vorbeigefahren ist, die angehalten ist und uns mitgenommen hat. Wir haben den Clown nie wieder gesehen. In meiner Story gibt es Bilder und ihr könnt dort abstimmen, ob diese Geschichte wahr oder fake ist.